Herzlich willkommen beim Unternehmerradio, der Podcast für Unternehmensnachfolge und Digitalisierung. Ich bin Danilo Manka. Auf unserer Webseite www.unternehmer-radio.de finden Sie ein Buch, das Sie sich bestellen können zum Thema Unternehmensnachfolge. Wir haben dort alle Unternehmerinterviews in komprimierter Form nochmal zusammengefasst. Das können Sie sich bestellen und herunterladen. Da sind auch alle Tipps von den Unternehmern drin, die ihr Unternehmen bereits verkauft haben bzw. übergeben haben. Und diese Tipps sind da alle nochmal aufgelistet. Also gehen Sie dafür einfach mal auf www.unternehmer-radio.de/buch. So, das Thema der heutigen Episode lautet: Wie poliere ich meine schwarzen Schuhe, bevor ich zur Hochzeit gehe? Hört sich jetzt erstmal ein bisschen fernab von der Unternehmensnachfolge an. Sie werden aber gleich noch herausfinden, worum es da wirklich geht. Und zwar, ich war gestern, vielleicht fangen wir da mit einer kleinen Geschichte an. Ich war gestern auf dem Unternehmerforum 2018 in Schöneiche. Dort wurden Unternehmer eingeladen und es gab Vorträge zu unterschiedlichen Themen. Einer davon war ein Vortrag von einem Berater zur Unternehmensnachfolge. Dieser Berater war von der Handwerkskammer und betreut also alle Handwerksunternehmen im Ostbrandenburg-Bereich. Es ging um die Unternehmensbewertung von Handwerksbetrieben. Und nach diesem Vortrag dann bin ich zu ihm hingegangen und habe ihn gefragt: Können Sie mir sagen, welche größten Herausforderungen die Unternehmer haben, die mit dem Thema Unternehmensnachfolge zu Ihnen kommen? Da sagte er: Nachfolger finden, ganz klar. Und da habe ich ihn dann gefragt: Okay, woran das denn liegen könnte aktuell? Und da sagte er: Naja, die meisten Mitarbeiter können nicht übernehmen und die Kinder wollen nicht. Ja, und was bleibt dann eigentlich über, so um das Unternehmen zu übergeben? Meistens nur die externe Nachfolge. Das ist dann der strategische Zukauf durch einen Mitbewerber oder zum Beispiel der Kauf durch einen Nachfolger. Und da gibt es jetzt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, einen Nachfolger zu finden. Sie können Ihre Firma auf den gängigen Plattformen inserieren oder Sie versuchen, eine gewisse Sichtbarkeit für Ihr Unternehmen zu erzeugen und versuchen so halt auf andere Käufer aufmerksam zu werden. Und wo Sie diese Sichtbarkeit auch später nutzen können, um vorweisen zu können: Hier, mein Unternehmen ist stabil, es ist sichtbar. Und da gibt es zum Beispiel eine Möglichkeit. Dort habe ich heute jemanden eingeladen, den habe ich auf einer Veranstaltung in Berlin kennengelernt. Es ging um sein Unternehmen und wie er es mit wunderbaren Stories geschafft hat, sein Unternehmen bekannt zu machen. Und ich habe dieses Thema selber immer so ein bisschen, ja, nicht so, ich dachte, das wäre out to date, weil heute gibt es Suchmaschinenmarketing und sowas. Aber worum es da genau geht, erfahren wir gleich von ihm persönlich. Er ist so als mit seinen Artikeln, mit denen er in der Zeitung gelandet ist, ein unheimlich unterhaltsamer Mensch, und er hat 7000 Veröffentlichungen in der Presse, Rundfunk, Fernsehen erzielt. Er ist kein PR-Berater an sich, er ist einfach Unternehmer, der es geschafft hat, in Presse, Rundfunk und Fernsehen immer wieder aufzutauchen, und das mit den unterschiedlichsten spannenden Ideen, die wir heute hier mal auch Ihnen ein bisschen näher bringen wollen, damit Sie vielleicht auch eine Idee bekommen, welche Möglichkeiten es noch gibt, um Nachfolger auf sich selber aufmerksam zu machen. Ich begrüße herzlich Meinrad Müller. Schön, dass du heute bei uns in der Sendung bist. Gerne, guten Morgen. Guten Morgen, Meinrad. Ja, also, ich habe schon ein bisschen was vorweggenommen. Vielleicht sei doch so lieb, stell dich vielleicht auch selber nochmal kurz vor, was du machst und worum es da genau eigentlich geht bei den Themen, die ich schon mal gerade so angesprochen habe. Nun, ich bin Meinrad Müller, bin jetzt 64, habe meine Firma vor einigen Jahren verkauft, und der entscheidende Faktor war für den Käufer: Ist diese Firma überhaupt bekannt? Und ich bin der Meinung, das Wichtigste steht in keiner Bilanz, und das kann nicht der tüchtigste Unternehmensbewerter überhaupt erfassen. Ich mache ein Beispiel. Jeder von uns kennt die Firma Dr. Oetker, Puddingpulver, Pizzas etc. Wenn nun beispielsweise eine Bombe auf das Werk von Dr. Oetker fallen würde und das ganze Werk wäre in Schutt und Asche. Nur mal als Beispiel.
wie viel wert wäre die Firma Dr. Oetker? Die Firma Dr. Oetker, die könnte unmittelbar weitermachen und könnte ihre Produkte bei Lohnunternehmen fertigen lassen, weil der Name Dr. Oetker in den Köpfen das Wertvolle ist. Weil er bekannt ist, über Jahrzehnte bekannt ist, und das wollen die Kunden wissen, eine gewisse Stabilität. Wenn ich nun einen Handwerksbetrieb hatte, ich hatte auch einen handwerksähnlichen Betrieb, wenn der die tollsten Bilanzen hat, den tollsten Maschinenpark, Fuhrpark, die tollsten Mitarbeiter, aber es ist nur einem kleinen Kundenkreis bekannt und viele Betriebe sind ja sehr spezialisiert, dass sie von außen überhaupt niemand wahrnimmt. Deutschland ist ja das Bekannte der verborgenen Champions. Und wenn man heute durch Industriegebiete fährt oder durch Gewerbegebiete, dann sieht man von außen die schöne Beschriftung, die schöne Fassade, aber man kennt diesen Firmennamen nicht. Der Firmenname ist oft nur bekannt in Fachkreisen. Und ich bin der Meinung, um eine wirkliche Stabilität bekannt zu machen, natürlich hat niemand diese Millionen Gelder zur Verfügung, um Fernsehwerbung zu machen, wie Dr. Oetker oder Coca-Cola etc. Ich war auf einem Vortrag kürzlich bei einem großen Verlag, dem Beck Verlag, und dort hat ein Herr gesprochen zum Thema Markenbekanntheit. Und er sagte, um eine Marke, nehmen wir an Persil, Omo, vielleicht kennt jemand noch Atta, das Scheuerpulver, um das bekannt zu halten, nicht bekannt zu machen, sondern bekannt zu halten, werden jährlich mindestens 40 Millionen Euro benötigt, um den Bekanntheitsgrad wach zu halten. Natürlich hat jetzt jeder Handwerker, Kleinunternehmer diese Mittel nicht, um Funk und Fernsehen für sich arbeiten zu lassen. Er braucht es ja auch gar nicht. Er hat ja keine Zielgruppe, wo alle 80 Millionen Deutschen angesprochen werden müssen. Aber es gibt Wege, den eigenen Betrieb, egal was er tut, und das ist meine Betonung, egal was er tut, bekannt zu machen. Ich glaube, ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, dass wir das hier jetzt an dieser Stelle sagen. Du bist ja mit deinem Unternehmen selber ganz alleine gestartet und hast es über diesen Weg ja auch bekannt und groß gemacht, ne? Als ich angefangen habe, hatte ich Prospekte gedruckt, Inserate aufgegeben, Kaltanrufe gemacht und nichts hat funktioniert. Alle haben gesagt, tolle Idee, aber brauchen wir vielleicht erst in 5 Jahren. Steht bei Ihnen eine Unternehmensübergabe bevor? Das Projekt Unternehmensnachfolge beginnt mit der Betrachtung der Ist-Situation. Genau zu diesem Zweck hat das Unternehmerradio einen Selbsttest entwickelt. Diesen finden Sie unter www.unternehmer-radio.de/test. Innerhalb von 10 Minuten erhalten Sie ein Gefühl dafür, wie übergabefähig Ihr Unternehmen derzeit ist. Gehen Sie dazu auf www.unternehmer-radio.de/test. Und dann kam die erlösende Entscheidung, einfach mal die Zeitung anzurufen und dem Redakteur diese Geschichte zu erzählen. Also ich rate dringend davon ab, einfach eine E-Mail zu schicken oder ein Fax oder einen Brief. Das geht alles in den Papierkorb. Man muss ein persönliches Gespräch führen mit den Entscheidern in der Presse. Und in meinem Fall hat die Süddeutsche Zeitung und der Münchner Merkur jeweils so eine halbe Postkartengröße mit Foto abgedruckt, positiv beschrieben. Und siehe da, an dem Tag begann das Telefon anzuklingeln. Und die Begründung ist ganz einfach, die Leser, die seit 100 Jahren die Zeitung lesen, die vertrauen ihrer Zeitung. Und wenn die Zeitung sagt, eine Sache ist gut, dann glaubt man es. Mhm. Es heißt zwar gelogen wie gedruckt, aber dennoch hat die Zeitung einen ungeheuren Einfluss auf das Unternehmenswachstum. A, um Kunden anzusprechen,
Und die Kunden, die vielleicht Prospekte bekommen haben oder Inserate gelesen haben, nochmals zu bestärken, dieses Angebot ist gut. Die Menschen, die Leser begreifen ja eine Zeitung, heute auch einen Internetblog oder was auch immer, die begreifen das als Filter. Wenn das Handelsblatt diese Geschichte für wertvoll genug betrachtet hat, um darüber zu schreiben, und zwar kostenlos zu schreiben, ohne zusätzliche finanzielle Kosten, dann ist diese Sache gut. Die Leute glauben der Presse. Und in meinem Fall habe ich im Laufe von 30 Jahren über 7000 kleinere und größere Presseartikel erreicht. Du hast das ja für dich perfektioniert, nachdem du das erste Mal dann gemerkt hast, dass das funktioniert, und du hast dann, ja, wie war das denn beim ersten Mal? Also du hast ja gemerkt, okay, das funktioniert nicht mit den Prospekten, dann hast du irgendwie einen neuen Weg gefunden, um da erfolgreicher zu werden, um auch sichtbar zu werden über diese Zeitung. Wie hast du das an der Stelle am Anfang hinbekommen? Das war am Anfang nicht der Wunsch nach Sichtbarkeit, das war der Wunsch, die Firma überhaupt ins Laufen zu bringen. Und da habe ich einfach an meine eigene Brust geklopft. Wie gehe ich denn vor? Ich lese auch die Zeitung und sehe, wenn eine Firma von der Presse wohlwollend beschrieben wird, dann habe ich zu dieser Firma automatisch ein sofortiges Vertrauen. Aber wenn wir nach einem Jahr eine Bilanz erstellen, aktiver, passiver, die Warenbestand, die Fahrzeuge etc., dann ist der Bekanntheitsgrad in keiner Bilanz zu finden. Das hat der Staat nicht vorgesehen. Der Dr. Oetker, um darauf zurückzukommen, dessen Firmenname steht in keiner Bilanz. Und dennoch, wenn die Firma Dr. Oetker durch eine Bombe zerstört würde, ist der Name nicht zerstört, weil der Name weiterhin in den Köpfen ist. Jetzt stellen wir uns vor, ein Käufer möchte eine Firma übernehmen. Natürlich bekommt er auf den Tisch gelegt eine Unternehmensbewertung, die ein kluger Unternehmensbewerter erstellt hat. Der Steuerberater, die Steuererklärungen. Man kann ja sehen, dass die Firma läuft, seit 100 Jahren schon läuft und weiterlaufen würde, wenn ein Nachfolger es genauso machen würde wie der bisherige Eigentümer. Jetzt muss man sich aber in die Lage versetzen, wie verhält sich ein Käufer? Und momentan sind Hunderttausende von potenziellen Käufern am Markt. Viele Leute über 50, die fallen aus den Großbetrieben heraus, werden freigestellt, weil jüngere Leute mit Universitätsdiplom billiger eingekauft werden. Ein 50-Jähriger, der kriegt heute ganz schwerlich einen Job. Er hat aber vielleicht Vermögen auf der Seite und könnte etwas kaufen. Und wenn man im Internet sich umguckt, die ganzen Franchise-Systeme, wo ja ein vordefiniertes Aufgabengebiet beschrieben wird und zum Kauf angeboten wird, tausende von Franchise-Systemen werden jeden Monat verkauft, weil einfach einige Firma McDonald's oder wie sie heißen, einen gewissen Namen schon haben. Der Kunde kauft ja nicht die Bulettenmachmaschine oder die Pommes frites Kochmaschine, sondern er kauft sich den Namen mit, den Bekanntheitsgrad mit. Und das zu erreichen, das ist meine Empfehlung heute. Jeder Unternehmer, bevor er überhaupt im Kleinsten daran denkt, seine Firma zu verkaufen, muss er seine schwarzen Schuhe polieren. Ich sage immer, wer zur Hochzeit geht, der wird seine schwarzen Sonntagsschuhe polieren. Und genauso müssen wir einem potenziellen Käufer entgegentreten. Er kauft ja nicht nur die Maschinen und die bisherigen Arbeitsprozesse, er kaufte auch das Renommee und er will wissen, diese Firma ist stabil, die ist bekannt und die hat den Segen der Öffentlichkeit.
Und was ist eindrucksvoller, als wenn ich einem Käufer Zeitungsartikel auf den Tisch legen kann? Guck, der Spiegel hat über mich geschrieben, das Handelsblatt, die Frankfurter Allgemeine, Fachzeitungen. Ich habe davon hunderte dieser Artikel gesammelt und beweise in meinen Vorträgen, die ich jetzt in meinem Rentenalter gebe, bei Handelskammern, bei Banken und so weiter, dass es funktioniert, egal ob ich eine Schuhmacherei habe oder eine Bäckerei, es ist vollkommen egal. Der Käufer will Vertrauen fassen. Der fasst nicht nur Vertrauen in die Bilanz, sondern er will wissen, ist die Firma stabil, wenn der Inhaber in Rente geht, nach Teneriffa umzieht und nicht mehr vorhanden ist. Nochmal zurück zu Dr. Oetker. Wir wissen doch überhaupt nicht, wir als Kunden wissen doch gar nicht mehr, wer steckt denn hinter Dr. Oetker. Das kann ein amerikanischer Investor sein, das kann ein chinesischer Investor sein. Das ist uns ja auch vollkommen egal. Wenn der Inhaberwechsel an der Qualität und an der Bekanntheit einer Firma nichts ändert und viele inhabergeführte Betriebe haben den Vorteil, dass der Inhaber ein tüchtiger Mensch war, der in 30, 40 Jahren etwas aufgebaut hat. Und diese Tüchtigkeit ist eine individuelle, persönliche Eigenschaft. Die kann auf keiner Universität gelernt werden. Und auch der Arbeitswille, samstags und sonntags und feierabends und nachts zu arbeiten, das kann jemand, der bisher in einem fest angestellten Beschäftigungsverhältnis war, das kann man dem nicht eintrichtern. Und deswegen kann eine Firma leiden, wenn ein Neuer die Firma übernimmt, aber die Eigenschaften, die persönlichen Eigenschaften des ehemaligen Inhabers nicht hat. Und deswegen ist es zumindest wichtig, dass in der Öffentlichkeit diese Firma gut dasteht. Ja. Und das kann man nur erreichen, wenn man sagen kann, guck mal, ich erinnere mich, wie ich eingeladen worden bin zu einer Talkshow beim Bayerischen Fernsehen abends um 8 zum Thema Rente in den nächsten Generationen. Das hatte mit meinem Betrieb überhaupt nichts zu tun. Die meisten denken in ihrem Beruf und in ihrer Öffentlichkeitswirkung nur berufsbezogen. Ja, das ist ja auch das, ich habe ja deinen Vortrag gehört und das ist ja die große Kunst, die ich da auch einfach so festgestellt habe, wo man sich immer wieder von dem eigenen Geschäftszweck gedanklich lösen muss, was ja eine große Herausforderung ist, dass man sich... Das ist keine Herausforderung, das ist einfach Know-how. Auf meinen Vorträgen erzähle ich ja, wie es funktioniert. Die meisten Leute haben, ich habe eingangs gesagt, Engstirnigkeit. Wenn jemand nun Schreiner ist, der kommt doch nie auf die Idee, dass so eine dumme Idee wie Autotauschclub ihm helfen könnte. Natürlich hilft das ihm, wenn in 2 Millionen Zeitungen sein Name und seine Firma erwähnt ist. Wenn man nun eine Schreinerei hat, mein Großvater war ja Schreiner. Wenn ich an die Zeitungen herantrete, immer und immer wieder mit meinen Schreinereiprodukten, dann wird die Zeitung das einfach nicht abdrucken. Hm. Die sagen, wir haben schon mal über Sie geschrieben, das reicht für die nächsten 20 Jahre, außer Sie machen eine Sensationserfindung. Die Zeitungen wollen Sensationen, die Zeitungen wollen Neuheiten, die Zeitungen wollen ja ihre Leser unterhalten. Hm. Und das heißt einfach über den eigenen Schatten springen. Manchmal war es mir auch peinlich. Kannst du also eine Geschichte erzählen? Peinlich. 1998 war, glaube ich, eine Bundestagswahl. Und ach so, ich weiß schon was. Erzähl. Ja, und bei der Bundestag, da unterhält man sich ja auch, welche Partei und so weiter. Und da habe ich gedacht, das musste man doch systematisieren, diese Meinungsbildung. Heute gibt es hundertfach den sogenannten Wahl-O-Mat im Internet, wo man Fragen anklickt und dann bekommt man den Bescheid, welcher Partei man zugehörig sich fühlt. Ich hatte damals den ersten Wahl-O-Mat
obwohl wir keine Softwarefirma sind. Aber es gibt ja hunderttausende arbeitslose Softwareprogrammierer. Ich habe einen gefunden, sage ich, Leute, wir brauchen so etwas. In 8 Tagen war das fertig. Wir haben das ins Internet gestellt und dann war zufälligerweise eine Veranstaltung, wo auch der Bürgermeister einer Stadt mit anwesend war. Das war ein gewichtiger Bürgermeister mit Trachtenanzug und mit Vollbart. Und man hätte meinen können, er wäre von der CSU, er war aber von der SPD. Die Stadt Passau in Bayern, alle große Städte haben SPD-Oberbürgermeister. Und da sage ich, Herr Oberbürgermeister, wollen Sie sich nicht mal kurz bei dieser Veröffentlichungsveranstaltung an den Computer setzen und diesen Wahltest kurz mal durchmachen? Dauert nur 5 Minuten. Klar hat er gesagt, macht das. Drückt auf das Endergebnis. Sie stimmen mit folgender Partei überein. CSU zu 66%. Als SPD-Oberbürgermeister. Und die Süddeutsche Zeitung war auch dabei und hat natürlich vollkommen gelacht. Und am nächsten Tag stand in der Süddeutschen Zeitung auf der ersten Seite einspaltig, vielleicht 10 Zeilen. Reicht ja, solange der Firmenname richtig geschrieben worden ist. Mhm. Wie gesagt, über den Tellerrand hinausdenken. Nun, wenn ich eine Firma verkaufen möchte und ich kann dem potenziellen Käufer etwas zeigen, was nicht in der Bilanz steht, meinem Bekanntheits- und meinem Beliebtheitsgrad. Wenn eine Firma beliebt ist, dann kann der Inhaber Schulze, Hoffmann oder Meier heißen. Es ist vollkommen egal. Wie wenn Dr. Oetker heute verkauft würde an die Chinesen, die machen weiterhin ihr Backpulver. Das kriegt doch die Hausfrau überhaupt nicht mit. Hm. Also gerade im Firmenverkauf muss bedacht werden, dass die individuelle positive Eigenschaft des derzeitigen Eigentümers nicht automatisch auf den Käufer übertragen werden kann. Das sind ja unternehmerische Eigenschaften, die im Herzen sitzen, wenn man mit Herzblut seine Firma aufgebaut hat. Dann hat man Urlaub vergessen, dann hat man Feierabend vergessen, hat sonntags gearbeitet mit seinen Unterlagen, Buchhaltung und so weiter. Und diese Eigenschaften hat oftmals ein Käufer nicht. Wenn aber seine Firma stabil ist, weil sie in der Öffentlichkeit sehr, sehr bekannt geworden ist, dann ist es eine Brücke, dass das Geschäft auch weiterläuft, wenn der alte Eigentümer nicht mehr dabei ist. Vor dem Verkauf wird Ihr Unternehmen vom Käufer im Rahmen einer sogenannten Due Diligence auf Stärken und Schwächen geprüft. Was genau geprüft wird und welche Stolperfallen Sie im Vorfeld vermeiden können, das erfahren Sie in unserem gratis E-Book zur Due Diligence inklusive einer Prüfcheckliste auf www.unternehmer-radio.de/checkliste. www.unternehmer-radio.de/checkliste. Wenn man einen Gänsefüßchen Heiligenschein bekommt durch eine respektierte, wohl angesehene Zeitung, dann hilft das ungemein. Man kann auch viel Spaß machen. Ich erinnere mich, als Helmut Kohl die Wahl verloren hat. Und dann hat Helmut Kohl etwas gemacht, was eigentlich verboten war. Er hat in der Presse, im Fernsehen, Radio, alle haben auf den Helmut Kohl eingeprügelt, weil er etwas Verbotenes gemacht hat. Was hat er gemacht? Er hat seinen Hausmeister gebeten, in den Computern im Bundeskanzleramt alle Festplatten mit dem Hammer zu zerstören. Es fragt man sich, warum hat der Helmut Kohl das machen lassen? Was meinst du? Naja, also wenn es Staatseigentum ist, dann wird er ja wahrscheinlich irgendwas vertuschen wollen. Also Daten vernichten. Er wollte nicht haben, dass Schröder auf seinen Festplatten was finden würde. Also die Festplatten waren einfach unbrauchbar. Also er hat was gemacht zum seinem eigenen Schutze, aber er hat sogar Staatseigentum zerstört. Was hat das nun... Also wenn Sie jetzt eine Schreinerei haben
und so etwas in der Zeitung lesen. Da kann man lächeln, mit dem Kopf nicken und umblättern. Oder aber man greift diese Idee auf. Ich sagte zu mir, das ist ja eine tolle Idee für eine Öffentlichkeitswirkung. Ich habe dann zwei, drei Programmierer angerufen und sagte, Leute, ich brauche ganz schnell eine Software, welche bewusst Festplatten vernichtet. Wozu braucht man das? Wenn man einen alten Computer zum alten Eisen gibt, sind ja die Festplatten nur voller Daten, Kundenlisten etc., Schriftverkehr. Und gelöschte Daten kann man wieder rekonstruieren. Das ist ja schon ein paar Jahre her, dass du das programmieren lassen hast, ne, heute. Ja, aber das Ding ist immer noch gut. aber jetzt hatten wir eine Festplattenlöschungssoftware. Nicht zum Verkaufen, sondern zum Verschenken. Wie macht man das am besten? Ich habe wieder den Hörer genommen und bei 5 Zeitungen angerufen. Könnt ihr das gebrauchen? Die Software heißt Helmut Kohl Datenlöscher Software. Und haben alle gelacht. Ne? Ja klar, haben sie was zu schreiben. Ne? Und ihre Leser können sie belustigen. Richtig. Und dann einen Tag später, nachdem sie in der Süddeutschen Zeitung erschienen war, hat dann die dpa angerufen, die Deutsche Presseagentur. Und die hat die Story wieder übernommen und hat die wieder ihrerseits an die alle ihre Zeitungen verkauft. Die Presseagenturen verkauften ihre Stories an ihre Zeitungen. Mit der Folge 43.000 Anfragen. Und in hunderten Zeitungen mein Firmenname. Und das hatte ich im Prinzip nur eine kleine Programmierung gekostet und einen Anruf. Richtig. Also das heißt, aber wie gesagt, wenn ich das meinem Großvater, der Schreinermeister war, erzählt hätte, der hätte es nicht verstanden, das um die Ecke denken. Also heute, wer eine Firma verkaufen will, ob er jetzt 1 Million oder 5 Millionen kriegt, hängt nicht an seiner Bilanz, an seinen Maschinen oder sonst irgendwas. Das hängt vor allem an seinem Bekanntheitsgrad. Warum kaufen Leute Nike-Schuhe für 120 Euro, wo es die gleichen für 10 Euro ohne Marke gibt? Warum laufen Leute mit einem T-Shirt herum, wo ein Krokodil drauf ist, das T-Shirt kostet 80 Euro und die gleiche Qualität ohne Krokodil kostet 10 Euro? Weil sie der Marke vertrauen, ne? Richtig. Und wann ist eine Marke? Wir haben als Kleinunternehmer, wir haben doch keine Millionen, um Werbung zu betreiben. Also müssen wir pfiffig vorgehen, wie Hase- und Igel-System. Immer wieder eine neue Idee haben. Wenn man eine Maß Bier trinkt, kommt man, zumindest ich, auf gute Ideen. Und diese Ideen nicht versanden lassen. Nicht sagen, mit der Frau reden, dann sagt die Frau, ach, ob das was wird, das weiß ich nicht. Dann will man den häuslichen Frieden erhalten und unterlässt es. Und viele Leute, die bekannt sein könnten, die unterlassen einfach Dinge, die sie machen könnten. Und das ist ich will nicht sagen Kunst, das ist eine Geisteshaltung. Wenn ich eine Firma habe und die toll arbeitet, die Mitarbeiter sind tüchtig, die Buchhaltung funktioniert, die Werbung funktioniert, aber nur ein kleiner Kundenkreis kennt meine Spezialbranche, dann bin ich außen nicht wahrnehmbar. Dann kennt der Spiegel Online mich nicht. Aber die Käufer wollen wissen, ist diese Firma beliebt? Kann ich auf die Beliebtheit, auf den Beliebtheitszug mit aufspringen? Kann ich profitieren von dieser Beliebtheit? Ich habe für einen Freund, der war Obst- und Gemüseimporteur, der ist ein gebürtiger Italiener, der kam mit 10 Jahren nach Bayern, spricht 90% bayerisch und 10% italienischen Einschlag. Der hat zu mir gesagt, ich komme nie in die Presse. Da sage ich, kein Wunder, es gibt in München 400 Firmen, die das ganz Gleiche tun wie du. Die nehmen einen Lastwagen, fahren nach Sizilien, holen Tomaten, Orangen, Zitronen und bringen die nach München.
Und wenn in einer Branche sehr viel Konkurrenz ist, dann hat die Zeitung eine große Schwierigkeit, einen herauszupicken und den besonders zu erwähnen, zu belobigen. Außer er hätte viereckige Orangen oder sonst irgendeine Besonderheit. Das wird auch schwer, ne? Es gibt es aber nicht. Ja, es gibt aber wieder einen Zufall in der Geschichte. Viele kennen doch noch den Ministerpräsidenten Stoiber in Bayern, der bekannt war für seine lustigen oder dummen Aussprüche. Und der hat mal gesagt in einer Talkshow, die Bayern wären ja viel klüger als Rest Deutschland. Abgesehen davon, dass es stimmt. Okay. Erzähl mal weiter. Bekam der Stoiber, heute sagt man, einen Shitstorm. Er bekam Kritik im Fernsehen, Funk und Presse. Wie kann der Stoiber sich erdreisten, zu sagen, die Bayern wären klüger als Rest Deutschland? Dann habe ich meinen Freund angerufen und sage, Salvatore, jetzt haben wir eine tolle Geschichte für dich. Dann habe ich ihm geholfen und eine Pressemitteilung geschrieben. Salvatore ist der Meinung, Stoiber hat recht. Also total das Gegenteil, was die Presse sonst behauptet hat. Mit folgender Begründung: Die Orangen und Zitronen von Sizilien kommen mit dem Lastwagen auf einer langen Reise über die Alpen und zuerst mal nach Bayern. Und dort werden sie von den großen LKWs wieder in kleine umgeladen und kommen dann nach Hamburg, Bremen, Hannover. Und auf dem Wege nach Hannover, wo es wieder einen Tag dauert, da sinkt doch der Vitamin-C-Gehalt. Völlig klar. Also kommen doch die Bayern in den Genuss eines höheren Vitamin-C-Gehaltes, ne? Ja. Was dann die Denkfähigkeit sehr beflügelt. Diese Begründung war so verrückt, dass also gerade die verrückten Sachen elektrisieren die Journalisten. Eine Stunde später kam der erste Anruf, nachdem man die Pressemitteilung verschickt hatte. Und Salvatore wurde eingeladen, mittags um 13 Uhr in eine Talkshow zum Bayerischen Rundfunk. Plus Abendzeitung und. Und plötzlich war seine Firma bekannt. Also, hätte er gesagt, ich habe die tollsten Orangen und die tollsten Zitronen, hätte das kein Mensch zum Anlass genommen, darüber zu schreiben. Also, und ich habe in meinen Vorträgen 150 Beispiele dieser Art, wo sich die Zuhörer glauben, in einer Comedy-Show zu sein. Und alle lachen. Aber mit dem Lachen lernt man am allerschnellsten die Beispiele, wie man es selber auch machen könnte. Und wer heute eine Firma verkauft und eine Pressemappe vorlegen kann und sagt mal, guck mal, die Süddeutsche, die Hannoversche Allgemeine, Sat.1, NTV, alle haben über mich geschrieben. Dann muss man sich die Reaktion des potenziellen Käufers vorstellen. Er kauft nicht nur Maschinen und einen Fuhrpark, sondern er kauft den Bekanntheitsgrad mit. Und das kann er begründen. Er muss es seiner Frau gegenüber begründen. Er muss es seiner Bank gegenüber begründen, warum er genau diese Firma kauft und nicht diese. Ja. Da kann er sagen, guck mal, diese Firma ist bekannt. Das ist eine stabile Sache. Ich finde das ganz, ganz spannend und ich habe diesen Vortrag ja auch miterlebt und muss wirklich sagen, das war sehr unterhaltsam und es waren auch viele Leute da. Man hat interessante Menschen kennengelernt und vor allen Dingen haben auch alle fleißig gelacht und die Runde danach haben wir uns noch ein offenes Getränk getroffen. Das war sehr, sehr schön. Ich erinnere mich an einen schönen Abend und du machst diese Vorträge ja auch noch regelmäßig. Wo können wir dich denn mal finden oder im Internet finden oder vielleicht auch deine Veranstaltung finden, wenn jetzt der ein oder andere denkt, okay, das hört sich spannend an, möchte ich mal sehen. Es gibt ja Handelskammern und Handwerkskammern, die mich einladen zu einem Vortrag, auch zuweilen rufen mich Banken an. Banken, die haben auch ein Problem, die wollen ihre Kunden nicht verlieren an die Internetbanken. Also laden die Banken Unternehmer ein zu einem Unternehmerabend. Und da halte ich meinen 90-minütigen Vortrag mit vielen Beispielen,
mit PowerPoint-Beispielen, dass die Leute sehen, das, was ich sage, hat tatsächlich stattgefunden. Ich erzähle keine Theorie. Ich habe diese Öffentlichkeitsarbeit in keiner Universität gelernt, sondern ich habe das selber am Leibe erspürt. Und ich habe ja, nachdem ich meine Firma verkauft habe, immer wieder Vorträge gehalten. Wer das angucken möchte, meinradmüller.de. Ganz einfach. Dort ist ein kleines Video. Und da kann mich jeder, wenn er will, kontaktieren. Genau, so machen wir das. Und dort werden ja auch die Veranstaltungen und Vorträge darüber bekannt gemacht, über deine Plattform. Und da einfach vielleicht mal schauen, dann kann man dich auch mal live erleben. Und ich glaube, das Video ist auch schon sehr amüsant. Da kriegt man einen ersten Eindruck davon. Ja, lieber Meinrad, dann bedanke ich mich ganz herzlich. Und wir sehen uns ja sicherlich auch nochmal auf einer Veranstaltung. Du bietest ja unterschiedliche Workshops an. Ich möchte da gerne noch was dazulernen. Und bis dahin, alles Gute. Danke dir. Ciao. Ciao.